Jetzt tränken wir die Felder mit ihrem Blut. Gedankenschlag. Ich glaube, der unblockbar als Schaden. Diese Einheit kann sich durch Hindernisse bewegen. Glitschig. Löst keine Gelegenheitsangriffe aus. Minus 50% Moral aus allen Quellen. Einheit kann nicht fliehen. Der Fluss ist ja auch gefroren. Ah ne, stimmt gar nicht. Wir sind auch nicht aus Zucker. Ich denke mal, ich habe nicht Blitzschaden zu erwarten. So, meine kaputten Ritter bewegen sich auch mal. Alles Abfall. Es ärgert mich einfach, dass die Einheiten kaputt sind. Also vom Modell her. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass das ein Bug ist. Sehr schön, bewegungsunfähig. Dann kann er nämlich daran nicht vorbei hüpfen gleich. So, der läuft weg. Geh mich hier Ratten. Wie hast du die auch kaputt gemacht? Ich denke mal, ich habe eine Kombination von Volksspezifikationen erzeugt, die nicht funktionieren. Was in dem Fall wahrscheinlich untote Elfenreiter, Maulwurf-Elfenreiter sind.
macht das super. Bam, tot. Eher danach, dass sich das Spiel ärgert. Mich ärgert hier kein Spiel. Tollheit widerstanden. Jetzt hat er Tollheit bekommen. Er hat ihn noch verstärkt. Ich habe die einfach explodieren lassen. Meine Zombie-Einheiten. 15 Frostschaden und 15 Verderbnisschaden. Die einen Zombies nochmal. Ah nee, stimmt gar nicht. Es war ja gerade nur eine tote Einheit da. Wo sollten die anderen Zombies herkommen, die ich explodieren lassen kann? Aber wie in Diablo 4 ist hier die Leichenexplosion viel zu stark. Aber es sah jetzt nur so aus, weil ich viele schwache Einheiten damit geschädigt habe. Machen wir das Ganze einfach nochmal. Hast gut gemacht, mein kleiner Freund. Einschüchterungstaktik, Achievement. Was heißt das? Schlage in einem Kampf mindestens 3 feindliche Einheiten in die Flucht. Ja, warum nicht? Seenabsauger.
Einheiten, die die Stadt belagern, allein zu Beginn des Kampfes 20 physischen Schaden. Dafür würden wir aber relativ viel Mauern zerstören pro Runde. Wir machen da Mauern untergraben noch. Und Wehrgänge. 4 Runden bis zum Durchbruch. Ich glaube, da kommt gerade eine Armee zurück von Grotheim. Machen wir mal einen klaren Blick, dass der getarnte Einheiten erkennen kann, was auch immer das helfen soll. Beschwört 3 zufällige Untote. So, das dauert jetzt leider ein bisschen. Ich wollte nicht das machen, dass wir 20 Schaden bekommen, wenn wir dann gleich angreifen, weil das finde ich halt schon ein bisschen schwachsinnig. Dum, 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 dum. Das scheint übrigens eine reine Flotte zu sein. Weil hier gibt es nämlich ein Geisterschiff, mystische Einheit, Marineeinheit. Ein Oktopus. Anziehungskraft der Tiefe. Versucht, eine Marineeinheit abtauchen zu lassen, um sie zu töten. Je niedriger die Trefferpunkte ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Sollte der Versuch scheitern, erleidet das Sie 40 physischen Schaden. Also würde ich jetzt nicht angreifen, weil muss halt nicht. Das riskiert nur meine, also ein paar Truppen zu verlieren. Das möchte ich gerade nicht. Das sind auch 4 Kraken mit. Also 5, 4, Stufe 4 Einheiten mit 1000 Stärke. Hey, auch nicht einfach mit den 1205 Stärke Einheiten hin. Weil anvisierte Einheit, die kein Held ist, stirbt. Nach 2 Runden wird sie mit 75% ihrer gesamten Trefferpunkte wiederbelebt und mit Tollheit belegt. Die Prozent der Einheiten erhalten, die in einer Stadt produziert werden. Jetzt können wir das hier machen. 200 Mana und Wissen bekommen, wenn wir die Eroberung einer Stadt abschließen. Postmorte. Magistrat Castelli Zimbalo von Celestia appelliert bezüglich des verstorbenen Helden Onitia Zimbalo in deiner Gruft an deine Ehre. Die Fehde zwischen Celestia und eurem Imperium ist unerbitterlich. Wir trauern um den gefallenen Onitia Zimbalo. Wir würden es als Zeichen eures Wohlwollens betrachten, wenn ihr seinen Tod respektiert und seine sterblichen Überreste uns übergebt. Nein, Onitia Zimbalo wird mir als Erinnerung an eure Unverschämtheit dienen.
Ach guck mal, da ist die Schiffswerft. Rammschiffe. Stufe 2 Marineeinheit. Fischhändler für mehr Nahrung. Ich hätte echt früher Fische bauen sollen. Bis später, Red Leon. Schlaf gut. Sif hat 500 Runden auf Standard. Ich spiele das gerade intensiv. Echt? Achso, du hast jetzt nochmal nachgeguckt. Sicher? Weil ich habe doch auf Standard sonst gespielt. Das war nicht nach 500 Runden, das waren 250. Auf schnell sind, glaube ich, noch weniger. Oder? Also früher waren das mal bei episch 660 Runden und bei Standard 460. Ich kenne nur den fünften Teil. Hier sind das einfach jetzt erstmal 150 Tage, was das als Runden gilt. Aber dann wird halt ein Punktsieg gemacht und ich denke mal, das wird auch, man kann das vielleicht anders umstellen oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass das immer sein muss. Ich denke mal, es wird auch mit irgendwelchen Werten einhergehen, wie viele Runden das sind. Kann man sich auch totbetteln. Die Sache ist, du hast halt Szenarien. Du kannst natürlich ein Szenario selbst erstellen und da habe ich gesehen, also glaube ich gerade, dass du die Siegbedingungen selbst festlegen kannst für das Szenario. Wenn du halt einfach so ein random Szenario spielen willst. Wie halt, sag ich mal, Civilization laufen würde. Wobei auch bei Civilization gibt es ja Szenarien mit speziellen Aufgaben. Mal angucken, wie es aussieht, wenn wir jetzt die Stadt angreifen. Performance-technisch hat es nicht gut gestartet. Okay, da sind Mauerdurchbrüche, die entstehen jetzt durch die Belagerungsgeschichten. Und wir kriegen unsere wegen dem Seensauger Zombies dazu. Ich finde auch, die Performance könnte selbst hier ein bisschen besser sein. Guten Abend, Zocknaff. Meine anderen Reiter, die in der, im Boden stecken. Vielleicht habe ich auch deshalb weniger FPS, weil der Bug halt mitgezogen wird. Okay, der Ballistenturm hat eine Angriffskraft. Und dem Icon ist viel zu weit in der Luft, da ich das schlecht sehen kann.
Ach so. Er kann Mauern angreifen, dann kann man da hochgehen. Aber ist jetzt gerade ja nicht wichtig an der Stelle. Wie hast du Untote? Schon Schiller sagte, durch diese tote Hose werde ich kommen. Premium-Edition gibt es auch noch nach Release. Du meinst die Deluxe-Edition. Ich glaube, die ist auch immer noch danach verfügbar. Nur, es gibt, glaube ich, so einen Kosmetik-Pre-Order-Bonus. Ich glaube, der fällt weg. Der wird vielleicht auch separat irgendwann dann geben. Wenn einige Einheiten wie Untote wirken, dann werden das wahrscheinlich auch Untote sein. Vor allem die Zombies, die ich gesagt habe, sie sind am Anfang beschwört worden. Da bekommen meine 5 Zombies, die ich durch mein Belagerungsgerät bekomme. Die stehen mitten im Leben und fühlen sich bei bester Gesundheit. Was mich hier gerade ein bisschen stört ist, ach so. Ah, ein bisschen näher rangehen, dann sieht man sie auch. Da sind die, die Krähenfüße liegen hier. Daher kommt die Blutung. Ja, die Vorbestellersachen sind alle kosmetisch, weil sonst die Leute auf die Barrikaden gehen. So, geht dahinter. Dann machen wir Leichenexplosion. Achso, das gilt für eine Einheit. Hab gedacht, ich könnte mehrere Einheiten explodieren lassen. Das wäre dann vielleicht wirklich ein bisschen imbar. Wenn du direkt 3 3 Zombie oder 4 Zombie-Einheiten sprengst. Ah!
Köck. Nein! Mir fehlt Imperium-Macht. Jetzt stehe ich hier auf der Stadt und kann nichts machen. Die sind alle verbuggt, die ich baue. Also die Ritter, wenn die aus meiner Armee kommen, sind die aus meinen, sind die immer verbuggt. Aber du hast eigentlich recht. Ich rekrutiere zwei neue. Da sind die zwar nicht untot, aber was soll's. Die Stadt habe ich jetzt nicht übernommen. Ach, du musst das auch nicht machen. Die Stadt wartet auf ihr Schicksal. Du kannst einfach abwarten. Ich erledige mal die gebackten Einheiten. Nimm einfach den Nebel und das andere Vieh. So. Die ist Hülle 3 der Bevölkerung dieser Stadt. Ja, wir sind böse. Ich glaube einfach, wenn ich das lasse, also beziehungsweise wenn ich die normale Bevölkerung drin lasse, mit meiner Schattenaffinität, werde ich einfach gefickt werden. So, du bist die boshaftigkeit der Person, doch dein unersättlicher Ehrgeiz lässt dich bereits an deinem nächsten üblen Plan arbeiten. Könige fürchten deinen Namen, Mütter warnen ihre unartigen Kinder vor dir, aber das ist nicht genug. Dieser Tage hast du von uralten Fürsten des Bösen erfahren, die den längsten und dunkelsten Schatten über die Geschichte warfen. Sie banden ihre Bosheit an Tiere, Objekte und sogar Diener, ein abscheuliches Ritual, das ein großes Opfer verlangt. Dein gewähltes Opfer wird deine Macht wachsen lassen, aber welches Gefäß wirst du mit deiner Bösheit füllen? Ist so egal, weil die Dertha Beggar, ich werde die einfach Dertha die Jämmerliche verschlingen, um deine eigene Macht zu stärken, weil mein Held eh woanders gefangen ist. Und da hatte ich den jetzt befreit. Ne, der ist nämlich eigentlich gefangen gewesen bei Celestia. Thank you.
Immer noch auf Astral. Just as you may effectively utilize the protective potential of magic, it follows that you can employ it. Also Magie so gesehen. So, mein Herrscher ist eine Stufe aufgestiegen, nicht nur 1, sondern 2. Blendende Magie. Blenden reduziert die Treffsicherheit um 50%. Ein Kegel von 3. Expertenfähigkeit für Kampfmagie. Und so. Hier scheint er auch manchmal einen Fehler zu haben. Du hast den neuen Zauberturm gebaut. Er feuert 2 Fischereien. Das kriegen wir hin. Für den großen Landsteg. Plus 20 Einnahmen durch Produktion. Die Stadt, die ich eroberte, liegt im Nebel, weil, weiß ich nicht, vielleicht Fehler. Da muss ja ein Held in der Nähe bleiben. Oder beziehungsweise eine Armee. Und das wurde mir aber nicht gesagt. Weil eigentlich wird die... Eigentlich lief das mit dem Ersetzen dann schon. Habe ich aus Versehen abbrechen vielleicht gedrückt? Macht nichts. Einfach schließen, weil ich will eh. Wir haben genug Geld, wir können ein bisschen stärkere Truppen bauen. Nur keine Dunkelritter. Schon mal 2. Kann es auch beschleunigen, ich habe genug Geld.
Ach komm. Mach das mit den Krähenfüßen und Katapult, dann hast du wenigstens was zu tun im Moment. Kannst du denen gehen und ihr könnt in den Untergrund laufen. Achso, wir sind schon ganz am Rand, deshalb kannst du keine Ausgrabe machen. Das ist nur hier vorne, dann kannst du ja so gesehen Provinzfelder freilegen für eine Untergrundstadt. Nein, wir greifen an, weil sonst wäre es nämlich eine zu nette Tat. Feuerwivern. Kampfeinheit. Belohnung nehmen. Ach, ist der süß. Aber so gesehen brauche ich dich nicht. Du bist schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Geist zu zermalmen. Standangriff für Magie, einen Basisstand von 30% Tollheit zu erzeugen. Weber, aktualisiere alle deine Fähigkeitsabklingzeiten einmal pro Kampf einsetzbare Fähigkeit. Na komm. Kommt eigentlich das Eis an meiner Schulter her? Ich glaube, das kommt durch den Bonus mit dem Frostwiderstand. Ich übernehme das übrigens nicht mit imperialen Punkten, weil das zu übernehmen, dann habe ich ein weiteres Volk bei mir drin, die vielleicht nicht damit klarkommen, dass ich ein dunkler, böser Herrscher bin. Weiß ich nicht. Kapitel abgeschlossen. Wähle ein neues Buch. Awaken your mind's eye to gaze beyond the physical realm. Secrets near. Ich habe so viel Überschuss, dass ich so viele Forschungen hintereinander ballern kann. So, die wahre Todesmagie. Gold, 25 Mana wird benötigt, okay. Wobei ich da jetzt ein bisschen irritiert bin. Die unterstützen einen Nekromant und der Karlschling und die Hexenmeister profitieren dadurch. Totgeweihte Einheiten sterben nach dem Effekt.
Naja, Überreste wurden eingesammelt. Unsere Gruft ist voll. Wenn ich mal was verkaufen muss, dann ist wenigstens was da. Stadt wurde übernommen. Diesmal hat es funktioniert. Ach, weißt du, du musst diese drei Dinger. Deshalb. Magiesieg ist nicht so einfach. Du musst nämlich diese. Die drei Gebäude, die du für den Magiesieg brauchst, also die Saat des Schattens. Das andere, ja, die anderen und die anderen beiden, die müssen in separaten Städten gebaut werden. Und dann musst du die verteidigen noch bei Magiesieg. Das ist nicht ohne, finde ich. So, baut mal den Seelenquell. Wenn wir in positiven Bereich bei Seelen wieder hinkommen. Richtig, du musst erstmal drei Städte haben. Ich brauche einen weiteren Helden, der... Ach, pro Stadt darf ich einen weiteren Helden haben. Das ist natürlich auch gut erklärt gewesen. Aber wir haben noch genug Zeit, wir sind Runde 90. Also schon alles hinhauen. Ich finde das überhaupt nicht ungewohnt, dass die Karte nicht durchgehend ist von rechts nach links, weil in unzähligen Spielen das schon so war. Zum Beispiel alle Total War Spiele. Da fährst du nicht nach rechts rüber und kommst links wieder. Ach ja, ich wollte einen Helden. Oh, ich habe auch. Ich habe ein. Ich lebe einen der gefallenen Helden aus seiner Gruft wieder. Einfach nur grau. Wahrscheinlich, weil ich 200 benötigen würde. Also von Seelen. Da komme ich gerade nicht ran. Ist halt eine Scheibe beziehungsweise Rechteck.
So wie es auch an der Schule gelehrt wird von TikTok. Entschuldigung. Verdammt, ich erkälte mich wahrscheinlich wirklich, deshalb habe ich die Nacht so viel geschnarcht. Alle verbündeten Untoteneinheiten werden mit 50% ihrer Trefferpunkte wiederbelegt. Feindliche Leichen werden als Zombie der Stufe 1 wiederbelebt. Fertigkeit Stufe 10. Ach, danke fürs Bless You, ist eh besser als Gesundheit. Dann weiß man wenigstens, dass eine höhere Entität einen retten soll. Also ist man dem Untergang geweiht und wird sowieso sterben. So, weil die hier oben kaputt sind. Also ich denke mal, daran liegt das. Du bleibst da, mein Freund. Horde der Untoten. Die Armee wird von deinem dunklen Glanz angezogen, marschiert nach Klingenbach. Skelette kratzen an deinen Toren. Knochengolemen nagen an deinen Mauern. Todesfeen heulen die wenigen lebenden Seelen an, die in deiner Thronstadt verblieben sind. Während andere schon allein beim Anblick dieser untoten Horde in Ohnmacht fallen würden, siehst du eine günstige Gelegenheit. Mit Magie unter mein Kommando stellen. Nekromanten seziert ihre Gehirne und extrahiert die alten Geheimnisse. Die Tore öffnen, die Toten sind in Klingenbach willkommen. Da funktioniert das Infofenster nicht. Für Gebiet des Todes. Was ist mit Star Wars? Spielen wir auch noch, aber die Performance ist immer noch scheiße, falls das die Frage war. Ja, werden wir auch nochmal spielen. Darf ich vielleicht entscheiden, was ich so spiele jeden Tag? Oder ich muss sagen, bei Star Wars hat es mich ein bisschen gedrückt, dass die Performance halt so schlecht ist. Weil das Spiel, es macht mich einfach traurig beim Spielen. Weil das Spiel eigentlich ja sehr gut ist, aber es fuckt halt ab, dass es kaputt ist. Was mit God of War und Elden Ring? So kurz, Dragon. So kurz bist du verbannt, Junge. So kurz.
Wenn ich dich jetzt noch mit Hose sehe, wo man deine Unterhose sehen kann, dann bist du fällig. Komm, dann baue halt eben den Raum des Rückrufs auch mal. Da habe ich mich die ganze Zeit immer drum gedrückt, weil ich so denke, also wenn mein Held stirbt, dann ist das halt so. Allen niedrigen Rang. Deshalb verkaufe ich den. Was ist mit Terra Invictus? Junge, 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 das ist aber spät geworden. Sollten wir jetzt einfach mal schlafen gehen, ne? Jetzt, wo draußen schon so dunkel ist. Ohne Kacke, ich glaube, es hat nicht funktioniert. Entschuldigung, dass ich ohne Kacke gesagt habe. Aber normalerweise müsste jetzt hier oben so ein Effekt sein. Hm. Sehr schön, das Regenbogenklee. Du musst noch mehr Antriebe erforschen. Ja, muss ich. So, jetzt können wir übrigens was überprüfen. Ob Regenbogenklee stackt, aber ich glaube nicht. Wurzel der Schatten errichtet. Ich brauche nur noch eine dritte Stadt. Brauche ich nicht die dunkle Schmiede.
Er macht schon 171 Nahrung pro Runde. Meine Impairungspunkte verbrauche ich zum Beispiel gerade, indem ich die Stadt einfach wachsen lasse. Also Imperium-Punkte ausgeben, um dem Stadtwachstum voranzubringen. Ich bin ein bisschen stärker. Beginnt den Kampf mit einem Astral-Irrlicht. Kampfmagie. Zwei gestärkter Widerstand. Astralschlange beschwören, Astralhüter beschwören. Unterstützungseinheit ätherisch. Through the art of summoning, one may become a master in every sense of the word. Jetzt war die Frage eigentlich. Wir haben doch Frostklingen, die mich hier 40 Mana kosten. Und ich denke einfach, wenn ich Blitzklingen forsche, das wird doch nicht aufgerechnet dann. Also ich mache doch da nicht dann nochmal 40 Mana Abzug. Sondern das ersetzt doch wahrscheinlich meine Frostklingen. Das stackt miteinander, boah, ist das eine fiese Nummer. Ja, stimmt. Noch geführte Projektile.
Weil die Treffsicherheitsabzüge werden dadurch weggenommen. Nicht ganz so geil. So, machen wir noch den Kampf und dann genug Age of Wonders heute. Dämliche Buffs. Yeah, endlich weiter mit Stellaris. Was ist denn los mit euch heute? Ihr wollt mich wohl ins Grab bringen heute Nacht. Oh, übrigens Performance. Nee, ist doch nicht besser. Ich dachte, die gebackten Einheiten hätten da Einfluss drauf gehabt. Eigentlich schlechtere Performance, als wenn ich Total War Warhammer spiele. Das muss schon was heißen. Moment. Wirken sich die Völker und ihre Ausrichtung auf das Aussehen der Gebäude aus? Nein, es gibt eine Einstufung als Volk, ob du dunkel bist, feudal, naturverbunden und so weiter. Und das nimmt Einfluss darauf, in welche Richtung so gesehen deine Affinität geht. Es gibt ein paar Variationen, das Volk selbst ist aber eigentlich nur eine visuelle Geschichte. Vor allem jedenfalls, die Rasse ist eine visuelle Geschichte. Jede Rasse kann alle unterschiedlichen Spezifikationen angeheftet bekommen. Also so ähnlich wie bei Stellaris, wenn du ein Volk oder eine Rasse erstellst, du kannst ja jede ethnische Geschichte da reinpappen. Also nicht ethnische Geschichte, sondern Boni oder Abzüge. Suchraketen. Achtung, Achtung, großer Vogel! Ich muss sie verfluchen. Damit die positiven Effekte weggehen.
Ja, deine Moralgeschichte hier bringt uns ganz viel, nämlich nichts. Kannst mal zu den Scouts hochgehen. Leuchtfeuer der Hoffnung klingt nach einer eher ungewöhnlichen Attacke. Die macht eine Verbesserung der Moral, also bringt die mir gar nichts. Mal kurz dahin. Dann machst du den Abwehrbonus für die anderen. Ganze Buff-Scheiße nervig bei dem. Das macht nichts. Ich kann immer noch Zombies wiederbeleben.
Warum seid ihr gefroren? Ich glaube, ich weiß warum. Weil das ja eine Einheit ist von meinem Stadtstaat, von meinen Vasallen. Und die können natürlich eingefroren werden. Meine Einheiten haben Schutz vor Einfrieren. Da geht das nicht. Darf ich nochmal einen zweiten Zauber machen? Ich mach natürlich Zombie-Explosion. Was ist mit Showgunners? Steht das auch auf der To-Do? Ja, es steht eigentlich auch auf der To-Do und es hieß ja früher anders. Weshalb das natürlich total super ist, dass man eigentlich das Let's Play nicht mehr finden kann. Ich habe die falsche Heilung benutzt, weil es war der Zauberstab der Umkehrung. Ich wollte aber eigentlich heilen machen hier hinten. Aber jetzt ist das so. Ihr bleibt bitte einfach nur stehen. Alle Ziele können nicht beeinflusst werden. Ich weiß, ihr habt alle Frostwiderstand. Verstärkt übrigens die in deiner Umgebung mit Abwehr. Du kannst die Reiter erledigen. So, der hat keine Chance mehr zurückzuschlagen. Dann greift ihn dreimal an, dann kriegt er 15 Lebenspunkte zurück. Und das war unsere Runde. Oh, die wurde irritiert. Das habt ihr ihre eigenen Einheiten angegriffen.
Es wäre cool, wenn man am Ende des Spiels noch auf Weiterspielen drücken kann. Ich würde sagen, es spricht nichts dagegen, dass man eine Partie über die eigentliche Zeit spielen kann, aber es ist natürlich nicht sicher, dass es auch wirklich so ist. Wenn man denn den Sieg davon getragen hat. Achso, das war die Einheit, die vor mir stand, oder? Ich bin nicht sicher. Deine Moral ist schlecht, töte irgendwas. Eine geile Sache, dass der Chaos-Schlinger negative Statuseffekte aufsaugt und dann Schaden verursacht bei Feinden. Über 90% Chance für Tollheit. Hi Günther Shadow, danke für den Raid. Schönen guten Abend dir, ich hoffe es geht dir gut. Wir anscheinend wieder der, der immer am längsten online ist. Gestern kam der Strategie-Ecke vorbei. Heute kommst du vorbei und raidest. Und eigentlich bin ich nur müde. Dankeschön. Ich werde gut auf sie aufpassen, bis sie wieder zurückkommen zu dir. Der große Leichenverbrauch, den kann man auch über 4 Felder einsetzen. Hallo Florid. Gute Nacht, Günther Shadow. Ah, er ist totgeweiht. Jetzt stirbt er in 3 Runden eh. Wobei es wird wahrscheinlich eine Möglichkeit geben, diesen Debuff wegzubekommen. Jetzt kommt ein Raid und es gibt doch noch eine Runde. Ich würde eigentlich hier ausmachen und wollte 2 Stunden noch Star Wars spielen. Danke Red Hat für dein Follow. Danke Florid für dein Follow, weil ich habe vorhin einen Kommentar bekommen, auf Nexus Mod soll wohl ein kleines Workaround sein, um die Performance zu verbessern. Hallo Mörb der Zweite. Weiß Mörb der Erste, dass du Mörb der Zweite bist? Ja. Dann ist ja gut.
Der zweite setzt nur den ersten, wenn der erste einen Unfall hat. Das passiert eigentlich erst nach Lebensversicherung. Der Herrscher, sie hat die Lebensversicherung abgeschlossen. Keine Sorge, du bist safe. Das wäre jetzt viel zu auffällig, wenn du plötzlich einen Unfall hättest. Ich meine, die wird schon nichts passieren. Das ist nur, damit das Haus abbezahlt ist, falls dir was passiert. Also bei Age of Wonders 4 gibt es auf jeden Fall gewollte Unfälle. Na, der hat jetzt auch Todgewalt abbekommen. Verdammt, der hat einmal nur einen Streiftreffer gemacht. Einmal der feindliche Held ist weg. Lebt noch der Schnitter. Regeneration entfernt. Verwesung, seelengebunden, Todgewalt. Todgewalt. Ich weiß gar nicht, können die, na nee, manche Einheiten haben ja Todgewalt bekommen. Hätte ja sein können, dass sie nicht Todgewalt sein können, weil sie untot sind, aber es klappt ja alles. Das war's. Ah nee, hier hinten haben wir ja noch was. Das war's. Skelett verloren, ein Hexenmeister, aber sonst sind alle immer noch fit. 88 Seelen, 500 Wissen, 186 Gold. Da hat die Belagerung der Stadt. Die Stadt verteidigen, allein zu Beginn des Kampfes 20 Schaden. Nein. Den Seelenabsauger werden wir wieder einsetzen. Die Mauern untergraben. Letztes Mal habe ich die Wehrgänge zerstört, ne? Ach, bauen wir diesmal die Onager.
das natürlich auch sofort fertig. Oh, du kriegst halt einfach so viel Wissen raus aus dem Kampf, wenn du Helden besiegst. Ich glaube, es war ja 150 pro Held. Oder? Ne, 300, das kommt nicht hin. Wir haben 500 bekommen. Die ausgewählte verbündete Stadt beginnt das Gelände in zwei Provinzen pro Runde in Arktisch umzuwandeln. Der Zauber erstreckt sich auf bis zu zwei Provinzen außerhalb des Gebiets. Solange der Zauber aktiv ist, liefern Provinzen mit Schnee und Eis plus zwei Nahrung. Und Produktion. Du bleibst mal schön bei mir drin. Das gibt mir einen Bonus. Da brauche ich 210 für. Ah, ich habe vergessen. Wollte die ja eigentlich auch noch wegmachen. Deshalb kriege ich die plus 10 Gold Bonus nicht von hier unten. Ihr seht eine verbündete Stadt an. Jeder Kampf im Gebiet, die Stadt hat jetzt die Verzauberung Nebel der Tollheit, wodurch Feinde mit einer Basischance von 10% jeder Runde Tollheit erhalten. Gar nicht mal so schlecht. Also 10% ist schon ein ordentlicher Wert. Leuchtfeuer des Heldenmuts. Ah ne, ich wollte mit den 200 ja einen Dunkelritter und eine gesegnete Seele rekrutieren in die Thronstadt. Dann können wir die gleich direkt rüberziehen. Und unsere Armee wieder auffüllen. Richtig, am 2. ist Release. Uts, uts. Gefolgschaft stärken, weil in den nächsten zwei Runden werden wir genug Imperium einnehmen, dass wir die Stadt übernehmen können an der Oberfläche. Die Hochelfe ist echt groß. Zwölf Mana. Macht zurzeit. Die 60 Mana ist jetzt nicht wenig, aber. Nur um ein bisschen mehr Produktion zu bekommen. Aber ich möchte das mal sehen. Will es einen Pre-Download geben? Das ist nicht bekannt. Ja, da ist das Eis. Stimme zu, ich bin mir sicher, dass Betrüger nach meinem Thron gieren und mein Volk gegen mich aufhetzen. Sie verbreiten Lügen, ich wäre als Herrscherin unfähig. Ach, Wachen aus Klingenbach werden euch beschützen. Wir müssen gerade eh nicht rekrutieren. So.
Ist okay, wenn du mich beleidigst. Ich wollte eigentlich wissen, genau. Ah, super. Es ist wirklich jede Runde, werden zwei weitere Felder umgemodelt. Und arktisch gemacht. Dann lohnt sich das doch ziemlich. Vor allem, weil ja meine Leute durch diesen Frost, also durch die, ich habe ja einen Bonus auf Schneegelände. Das noch für die verstärkten Pfeile. Also dass es mit in dem Forschungsbereich drin ist. Ich wollte eigentlich... Ja, man merkt schon irgendwie noch eine Runde. Vor allem, wenn man gerade noch nicht das abgeschlossen hat, was man abschließen wollte alles. Natürlich echt kacke. Mehr Arktik. So, und jetzt machen wir den Break.